Mord und Totschlag und noch schlimmer. Hier sind solche Sachen zum Glück nur ausgedacht. Münster-Tatort. Die neue Folge wird ab heute in der Stadt gedreht. Da gucken wir ja gern mal vorbei. Aber wir sind nichts im Vergleich zu Kai Post. Kai Post ist im Hauptberuf Banker, im zweiten Leben Tatort-Fan. Und mittlerweile betreut er sogar schon mal die Statisten. Aus Warndorf. Und auch das erste Mal dabei heute, oder? Ja. Freut ihr euch auch drauf? Wahrscheinlich, ne? Spannend. Ist spannend und sehr interessant, oder? Ja. Wie ein Vater kümmert sich Kai Post um die Statisten des heutigen Tatortdrehs. Und das sind nicht etwa 8 oder 10. Nein, es sind 185. Und er hat sie alle über Facebook zusammengetrommelt. Die kommen aus ganz Deutschland. Norddeutschland, Süddeutschland. Es sind welche aus Schweden dabei, aus Holland, aus Österreich. Das sind alles Fans vom Tatort Münster. Die fahren jede Strecke mittlerweile. So wie Nicole Huber. Eine Wienerin und Tatortverrückt wie alle hier. Ich habe mich gestern Abend nach der Arbeit ins Auto gesetzt und bin die 950 Kilometer gefahren. Ja. Wieso sind Sie ein Münster-Tatort-Fan? Welcher sonst? In der neuen Folge steht Professor Börne im Rampenlicht. Er leitet ein internationales Universitätsprojekt, das jetzt schon als Meilenstein in der Mumienforschung gefeiert wird. Kai Post ist heute nur Zaungast und in erster Linie für die Statisten da. Sein großer Auftritt ist erst morgen. Ich bin morgen auch Wissenschaftler, also ein Kollege von Professor Börne. Freue ich mich auch schon drauf. Ist ja schon richtig auf Augenhöhe. Naja, gut. Ist es eine winzig kleine Rolle, mehr ist es nicht. Eine winzig kleine Kleindarstellerrolle. Mehr will er nicht verraten. Nur so viel. Auch diese Szene wird hier an der Uni spielen. Seit Januar betreut Kai die Fanseite des Münster-Tatorts, die mittlerweile schon mehrere 10.000 Besucher hat. Ja, das Tatortfieber. Ihn hat es schon vor Jahren gepackt. Ich wollte eigentlich nur in einem Tatort mitspielen. Das war im Oktober 2011, Tatort Münster-Hinkebein. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich mich immer wieder beworben habe und jetzt mittlerweile schon im 10. Münster-Tatort mitspielen darf. Eine Rolle als angestochener Wachmann, die hatte er schon. Aber die wäre ausbaufähig. Meine absolute Traumrolle wäre natürlich, eine Leiche im Tatort zu spielen. Aber wenn, dann bitte auch mit Y-Schnitt und dann auf dem Emailletisch, ja. Wer weiß, vielleicht geht dieser Wunsch ja schon in der nächsten Folge in Erfüllung.